13-jährige kleine Schwester. Du weißt, was sie im Internet präsentiert. Hör auf, irgendwelche Sachen zu finden, nur weil deine Freundin auf meiner Rückbank war. Verstehst du, was ich meine? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, Netflix geht auf jeden Fall die nächste Staffel. Der ganze Beef geht auf jeden Fall weiter. Ihr wisst ja, was derzeit gerade abgeht. Younes Amiri gegen Sandra. Denn das eskaliert gerade wirklich komplett. Ja, auch im Hintergrund ist eskaliert unnormal. Ich habe einige Sachen mitbekommen, das ist auf jeden Fall krank. Die werden das euch selbst schon bald sagen und ihr werdet euch wirklich denken, wie weit gehen diese Menschen, ja? Ja, jetzt wirklich, es passieren gerade sehr, sehr ehrenlose Sachen. Ja, vor allem auch Enes hat sich dazu geäußert. Das ist jetzt auf jeden Fall auch Thema. Ja, schaut euch das Video von Anfang bis zum Ende an, denn am Ende muss ich einige Dinge noch klarstellen, beziehungsweise Enes muss noch einige Dinge klarstellen, damit wir in Ruhe schlafen können, okay? Fangen wir aber jetzt mal ganz gemütlich an. Enes hat auf jeden Fall auf TikTok, ja, über Sandras Account ein Video hochgeladen und ist danach wieder gelöscht. Aber Younes Amiri hat das aufgenommen und werden gleich drauf auf jeden Fall gemeinsam reagieren. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrenlos geworden, sage ich euch ehrlich. Und zwar ist Enes auf die kleine Schwester von Younes Amiri gegangen. Ja, nee, er hat da einige Dinge gesagt im Video. Das ist wirklich, was soll man dazu noch sagen? So, ihr müsst euch auch vorstellen, Enes war der beste Freund von Younes. Ist, ne? Dass er jetzt seine kleine Schwester mit reinzieht. Ey, Digga, die ist 13. Ey, warum ziehst du die mit rein? Aber egal, darauf werden wir jetzt gemeinsam reagieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe euch ja auch sehr oft angekündigt, dass bald ein Livestream kommen wird und auch ein Video. Es wird schneller kommen, als ihr denkt. Vertraut mir. Wallah, vertraut mir. Es wird schneller kommen, als ihr denkt. Deswegen folgt mir auch auf Instagram. Bleibt hier auf jeden Fall aktiv. Schaltet die Glocke ein. Ihr müsst euch auch so vorstellen, die Person, ja, die mit mir dieses Video drehen möchte, hat auch einige Probleme derzeit. Krasse Probleme sogar. Deswegen verzögert sich das auch die ganze Zeit. Denn die Person, die da mit dabei war, die arbeitet noch nebenbei und hat nicht so viel Zeit. Er hat auch einige Menschen in seinem Leben, für die muss er auf jeden Fall Verantwortung tragen. So, ne, nicht hier wie diese ganzen Netflix-Kinder. Er trägt auf jeden Fall Verantwortung für viele Menschen und deshalb verzögert sich das auch. Aber ich verspreche es euch, das Video wird anders. Das Video wird wild. Ich könnte sogar wirklich meinen, das wird das längste Video auf meinem Kanal. Ich glaube, das Video wird über eine Stunde gehen. Ich sag euch ehrlich, da sind die ganzen Interviews nichts dagegen. Vertraut mir. Das wird ein ganzer Blockbuster. Aber egal, ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt das Video an. 13-jährige kleine Schwester, du weißt, was sie im Internet präsentiert. Alleine schon, dass du sowas sagst, ist sehr, sehr ehrenlos. Vor allem, du kennst deine ganze Familie, ja? Und dann auch dieses Zwinkern, ja, nee, was möchtest du damit sagen? Das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb du das Video gelöscht hast, weil du wusstest so, du hast Scheiße gebaut. Du sagst in diesem Video, du weißt, was sie im Internet präsentiert und zwinkerst dabei. Ja, die wissen alle auf jeden Fall, was du damit meinst. Du sollst dich dafür schämen. Du musst dir auch so vorstellen, diese Sabrin macht ja auch schon seit längerem diese Internetgeschichte zusammen mit Younes Amiri. Ja, nee, wenn dich doch da was gestört haben sollte, dann hättest du das doch deinem besten Freund sagen können. Erstens das. Dieses Mädchen, diese Sabrin, zeigt im Internet mehr Reife als ihr. Ich könnte schwören, sie ist reifer als jede einzelne Person aus Netflix. Habt ihr euch mal ihre Statements angeschaut? Gemeint schon, wie sie redet und so weiter. Man merkt auf jeden Fall, sie ist reifer als ein Enes. 100 Millionen %. Enes ist sowieso wie so eine Statue am Nacken. Der sagt im Jahr 3 Sätze. Also Enes, ich hätte niemals gedacht, dass du wirklich so peinlich bist. Ich liebe meine kleine Schwester über alles, meine Schwester. Ich muss mich gar nicht um sie kümmern, weil in meinen Augen macht meine Schwester gar nichts falsch und sie kann auch gar nichts falsch machen, weil sie anziehen kann, was sie will. Allein schon, dass du drauf eingegangen bist, Younes, ne? Wallah, das war der größte Fehler. Er wollte einfach nur deine Schwachstelle treffen, weil du die ganze Zeit auf seine Frau drauf gehst. Aber du gehst zu Recht auf die Frau drauf, weil sie dir Unrecht getan hat. 100 Millionen %. Hättest du das Video anders gestaltet, wärst du gar nicht drauf eingegangen. Hättest du gar nicht drauf reagiert, hätte sich Enes gekränkt gefühlt. Punkt aus Ende. Hör auf, irgendwelche Sachen zu finden, nur weil deine Freundin auf meiner Rückbank war. Verstehst du, was ich meine? Abo. Was möchte er damit sagen, Lo? Aber auf welcher Rückbank, Younes? Du hast doch noch nicht mal Führerschein. Meinst du auf jeden Fall in diesen einen Mietwagen oder was? Wo die da auf deiner Rückbank saß? Das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr cringe. Was soll ich dir dazu sagen, so? Aber Enes, soll ich dir mal was sagen? Die saß nicht nur auf dieser Rückbank. So, komm klar, Mann, dass die auf Rückbänke chillt. Dass sie was mit anderen Jungs hat, da hast du ein Problem damit? Das ist ein Grund, meine kleine Schwester anzugreifen? Junis, wie gesagt, er wollte dich einfach nur treffen damit, ja? Mehr wollte er nicht machen. Und er weiß ganz genau, dass du dich darüber aufregen wirst, wenn er deine kleine Schwester mit reinzieht. Ich finde, das war auf jeden Fall ein Schritt zu weit. Hätte ich eine kleine Schwester und er zieht meine kleine Schwester mit rein. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Enes gemacht hätte, sag ich euch ehrlich. Bist du so unkritikfähig oder was, dass du auf meine Familie gehst? So, hab ich einmal deine Mutter beleidigt oder deine Schwester? Das können wir leider nicht wissen, aber ich habe erfahren, dass ihr euch oft gestritten habt und oft das Wort H, ihr wisst schon, gefallen ist. Ihr habt oft euch gegenseitig mit dem H-Wort beschimpft. Also habt ihr wohl euch mal gegenseitig so krass beleidigt, dass, keine Ahnung, die Familie mit reingezogen wurde. Weil ihr sowas gesagt habt, ist kein Grund auf jeden Fall, ein Mädchen mit reinzuziehen, die damit nichts zu tun hat. Vor allem, dieses Mädchen ist 13, Alter. Vor allem, womit willst du sie kritisieren? Sie ist doch ein Kind. Ich schwöre auf alles, sie wirkt auf jeden Fall reifer als du und Sandra zusammen. Und ich nehme hier niemanden in Schutz, ne? Ich nehme weder Younes in Schutz, weder seine Schwester, weder irgendjemanden hier. Ich sag einfach nur das, was ich denke. Zumindest kann sie sich benehmen im Internet. Zumindest macht die diese Kinderfilme nicht, die ihr da die ganze Zeit schiebt. Daran merkt man einfach, Alter, dass ihr gar nicht mit Kritik umgehen könnt und einfach keinen Humor habt. Alter, ihr seid so peinlich, ihr müsst ein 13-jähriges Kind angreifen. Wallah, macht gar keinen Spaß mehr mit euch so gegenseitig zu schießen.
Gar kein Humor, Wallah, richtig peinlich. Aber was hat das denn bitte mit Humor zu tun und was hat das mit gegenseitig Spaß haben beim Schießen? Hä? Wenn du doch irgendwie mit irgendjemandem Beef hast, das macht doch gar keinen Spaß. Ja, nee, warum sollte das Spaß machen? Oder wir spielen hier nicht FIFA, das ist TikTok. Aber sprudel mal jetzt ein bisschen zurück, ja, Enes? Du verteidigst hier gerade ein Mädchen, ja, was diese Sachen über dich gesagt hat im Internet, ja? Nicht nur das, wir schauen mal rein. Ja. Was sagst du dazu, dass dein Ex-Freund was von ihr wollte und sie rausbacken will, so alles? Das ist peinlich für ihn, nicht für sie. Nein, er ist ein Junge, natürlich zeigt er Interesse. Ja, aber es ist trotzdem peinlich, also im Endeffekt hat sie ihn ja gekorbt. Also sie flext damit auf jeden Fall, dass Sarita den Enes gekorbt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Müsst euch so vorstellen, sie chillt da gerade mit einem Mädchen, was 2 Wochen vorher ihren Ehemann geküsst hat. Cringe. Daran merkt man doch, dass du alles für Fame machst, Sandra. Du hast sogar schon deine ganze Familie für Fame verkauft. Hast du überhaupt noch Kontakt zu deinen Eltern? Hau mal raus. Die Sache ist, der macht einen auf, der hat mich gekorbt, so, weißt du, was ich meine? Ja, er hat es ja so dargestellt, du bist Paline unter ihm. Genau, so dieses, so, ich würde niemals mit der was anfangen und so. Guck mal, wie ich aussehe, guck mal, wie die aussieht. Also ich sag euch mal eine Sache, Enes hat dort alles richtig gemacht. Sarita sieht vielleicht gut aus, aber mehr als für eine Nacht würde es eh nicht gehen. Ja, nee, gibt es wirklich einen Mann da draußen, einen richtigen Mann, der wirklich, seine wahre Liebe bei Sarita sucht, oder was? Wenn ja, dann tust du mir auf jeden Fall leid. Obwohl das ist ja total, also jetzt nicht so, diesen Jungen habe ich geliebt 3 Jahre lang, sogar noch länger so. Er ist auf seine eigene Art und Weise schön, aber neutral betrachtet ist sie schöner, liegen höher, sag ich ehrlich. Ach so, ist das immer noch so, Sandra? Ist das immer noch so? Wie die das auch noch sagt, ich habe ihn 3 Jahre geliebt. Ach so, du hast ihn 3 Jahre geliebt. Jetzt liebst du den nicht mehr? Denn eure Karriere besteht nur aus Lügen. Mehr auch nicht. Und soll ich euch mal was sagen? Aussehen ist nicht alles, ja? Charakter spielt eine sehr, sehr große Rolle. Vor allem für die Zukunft. Was bringt mir eine 11 von 10, wenn die einen Charakter hat aus Schwanz? Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, ihren Charakter ist Müll. Was soll ich dann mit der anfangen? So, was will ich dann mit der anfangen? Was will ich dann mit so einem Menschen anfangen? Sag mir mal. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Schreibt das mal in die Kommentare. Auf mein Tod nicht. Ich wollte noch nie was von Sarah. Oh mein Gott. Schreibt. Enes gerade, Enes! Guck mal, Enes! Guck mal. Ey, Enes wollte in seiner Zeit, er weiß ganz genau, welche Zeit ich meine, wollte er von jedem Mädchen was auf 3 auf dem Baum war, also bitte. Guck mal, er ist sogar, egal, ich sag gar nichts. Ich sag lieber nichts, gar nichts. Guck mal, was sie über dich gesagt hat im Internet. Es gab eine Zeit, da hast du auf jeden Fall mit sehr vielen Weibern was zu tun gehabt. Darüber regst du dich auf? Guck mal, mit wem du jetzt gerade bist. Du bist wieder mit dem zusammen. So, weißt du, wie ich meine? Ja, nee, das sage ich ja. Ehre und Stolz haben die gar keine Ahnung. Die scheißen auf ihre eigenen Prinzipien und das nur für ein paar Klicks auf TikTok. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, ne? Enes, was sie über dich gesagt hat? Was war denn damals? Du hast doch Smackdown mit der gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat sie noch vor ein paar Monaten über dich gesagt. Gib durch. Hat Sandra gelogen, wo sie gesagt hat, sie wurde von Enes wie wo du gezeigt hast? War das nur wegen Fame und so? Oder wurdest du wirklich von ihm geschlagen? Weil er sieht ganz korrekt aus. Es war nicht für Fame. Wie bitte? Es war nicht für Fame. Es war nicht, also, hab dich wirklich... Ich mag das nicht, über das Thema zu sprechen. Okay. Ach, du magst das nicht, darüber zu sprechen, aber hast ganze TikTok-Videos darüber gemacht, hast 3, 4 TikToks damals hochgeladen darüber, hast deinen blauen Arm gezeigt, aber ehrlich jetzt, Enes, ich möchte wirklich mal wissen, hast du sie wirklich links, rechts? Ich will das mal wirklich wissen, hast du das wirklich gemacht? Deswegen geht mal rüber, fragt sie mal, stimmt das, dass Enes dich damals angepackt hat, dies und das gemacht hat? Ich möchte wirklich wissen, ob das stimmt, lieber Enes. Bitte mach ein Statement-Video, geh vor die Kamera und erzähl uns mal, ob das stimmt oder nicht. Jetzt gibt es aber 2 Optionen, ja? Es gibt wirklich 2 Optionen. Entweder du hast sie wirklich gehauen oder Sandra ist einfach nur eine Lügnerin. Dann bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was Sandra dazu sagen möchte. Weil sie hat das nicht nur einmal erwähnt, ja? Auch in diesem Livestream hat sie das erwähnt. Einmal so, immer so. Was genau meintest du? Da war Enes gemeint. Sorry, dass ich lachen muss. Ich möchte das, check's nicht. Wallah, ich weiß nicht, was du meinst. Hey, du weißt schon, dass einer auf den dich gegangen hat früher, ne? Und du hattest mal einen Story gepostet, wo du gesagt hast, einmal so, immer so. Ja. Das hat wieder dich geschlagen. Aussage verweigert. Ja. Ja. Ich glaube, die labert nur Scheiße, ne? Aber ich sag euch mal eine Sache, ne? Ich kann Enes wirklich verstehen, wenn es dunkel war, ja? Keine Ahnung, 3, 4, 5 Uhr morgens. Wenn es dunkel war und er auf einmal wach wird und neben ihm so eine Gestalt steht. Digga, ich würde im Dunkeln auch denken, dass Sandra so Great Kali ist. Hat er aus Versehen eine Bombe gegeben, aber das auch wirklich schon aus Reflex. Und daraufhin, ist sie auf TikTok live gegangen und hat jedem erzählt, dass er sie angeblich geschlagen haben soll. Scheiß mal bitte ganz kurz darauf, wie ich aussehe, ne? Ich sitze hier mit Pizza, ich zeig euch mal. Ich sitze hier so mit Pizza. Und ich warte die ganze Zeit auf diesen Kuss und ich denke mir, das macht doch. Also jetzt wirklich, sogar ich hab drauf gewartet. Ach so, welchen Kuss meinst du denn, Sandra? Meinst du diesen Kuss? Ach so, warte, meinst du diesen Kuss? Ehrlich? Meinst du jetzt diesen Kuss?
Welchen Kuss meintest du? Meinst du den Kuss, den du mit Baran hattest? Oder meinst du diesen Kuss? Ich weiß, das provoziert dich richtig, ne, wenn du das siehst, so, ne? Der Typ, der gerade neben dir schläft, oder der Typ, der gerade neben dir liegt, hat eine Sarah Sarita auf den Mund geküsst. Und weißt du für was? Für eine Rakete. Stark. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Weißt du, was aber das Lustige daran ist? 2 Wochen später saßst du mit ihr auf einem Sofa und warst zusammen mit ihr live. Sie saß neben dir und ihr wart zusammen live. Das ist ja das Lustige daran. Daran merkt man, ihr habt kein Schamgefühl, ja? Ihr habt keine Ehre, ihr habt keinen Stolz, ihr habt nichts. Ich scheiß auf eure Prinzipien. Ihr habt alles für Fame getan. Jetzt wollt ihr mir einen auch verliebt machen wieder? Wollt ihr mir wirklich jetzt sagen, alte Gefühle sind hochgekommen und deswegen seid ihr wieder zusammen? Enes, ich möchte trotzdem wissen, ob du sie angepackt hast oder nicht. Was sagt ihr? Denkt ihr wirklich, ein Enes hat eine Sandra gestreichelt? Und falls ihr wirklich demnächst ein Statement-Video drehen solltet, Sandra, dann bitte beantwortet mir diese Frage. Hat Enes dich wirklich gestreichelt? Ja oder nein? Vor allem, du hast es ja so schön öffentlich gemacht, ja? Hast deinen Ehemann sehr, sehr gut runtergemacht? Jetzt möchte ich aber auch wirklich wissen, ob das stimmt. Weil, ihr habt danach irgendwie nie wieder drüber geredet. Ich werde ja demnächst so oder so ein Video drehen mit der gewissen Person. Und dort werden wir auch diese Frage, glaube ich, beantworten. Mit Videobeweis. Ja, es stimmt, Lejako hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.